Hallo, liebe Deutschlernende. Ein Wort, das sehr häufig benutzt wird, ist genau. Ja? Möchtest jemandem zustimmen, dann sagst du genau. So ist es, genau. Aber was du vielleicht nicht weißt, es hat bis zu 6 Bedeutungen. In diesem Video sprechen wir über die Bedeutungen des Wortes genau. Nun, die erste Bedeutung des Wortes genau ist sparsam, karg, geizig. Ja, zum Beispiel, sie ist in Geldangelegenheiten sehr genau. Ja, sie ist sehr präzise mit ihrem Geld und dadurch auch sehr sparsam. Ja, sie ist sehr sparsam in ihren Geldangelegenheiten. Sie ist sehr genau. Oder sie müssen genau haushalten. Ja, haushalten bedeutet, dass man ein Budget hat, dass man sich überlegt, wie man sein Geld ausgibt und so weiter. Das ist das Wort haushalten. Und wenn man genau haushält, dann ist man sehr sparsam. Oder? Er nimmt es mit dem Geld nicht so genau. Ja, er ist nicht sehr geizig, er ist sehr freigebig, er nimmt es nicht so genau. Ja, das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist deutlich, sicher, scharf, streng. Ja, eure Befehle sollen schnell und genau befolgt werden. Das ist ein Goethe-Zitat anscheinend. Ja. Eure Befehle sollen schnell und genau befolgt werden. Ja. Also sehr präzise und damit meint man auch sehr sicher und sehr deutlich, sehr streng. Ja. Befehle streng befolgen, das bedeutet, dass man genau das tut, was einem befohlen wurde. Ja. Ein Befehl ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, räum dein Zimmer auf, oder in der Armee, ja, 10 Liegestütze, ja, wenn man in der Armee ist, dann bekommt man Befehle, ja, und der Offizier sagt zum Beispiel, 10 Liegestütze, das ist ein Befehl, ja, das ist ein Befehl. Und wenn man sie genau befolgt, dann befolgt man sie präzise, ja. Man macht nichts anderes. Man befolgt die Befehle genau. Die dritte Bedeutung von genau ist mit gewisser, strenger Sorgfalt verfahrend. Ja? Zum Beispiel, er war genau im Reden und Handeln und forderte das Gleiche von anderen. Ja? Er war genau im Reden und Handeln. Ja? Er war sehr sorgfältig. Er hat sich genau überlegt, was er sagt. Ja? Ja, er hat sich genau überlegt, was er sagt. Ja? Er hat nachgedacht und dann erst hat er gehandelt. Ja? Mit Sorgfalt. Ein zweites Beispiel. 2 Wochen Olympia in Rio. Man muss da sehr genau hinsehen. Ja? Wenn man die Olympischen Spiele schaut, dann muss man genau hinsehen, um nichts zu verpassen. Ja? Man muss sorgfältig hinsehen, um nichts zu verpassen. Man muss genau hinsehen, ja? Mit Sorgfalt. Doch bei genauerer Betrachtung bleibt sie auch damit sich selbst treu, ja, bei genauerer Betrachtung, ja, wenn ich genau hinschaue, ja, wenn ich sorgfältig hinschaue, wenn ich mit viel Überlegung hinschaue, ja, dann schaue ich genau hin, ja, das hört man öfters, ja, genau hinschauen, das bedeutet mit Sorgfalt hinschauen, mit Überlegung hinschauen, ja, genau. Die vierte Bedeutung von
genau ist eng, knapp, streng, fest, straff. Ja? Die Bedeutung ist nicht viel anders als die Bedeutung, die wir schon hatten. Ja? Also du siehst, die Bedeutungen ähneln sich ein bisschen. Die fünfte Bedeutung drückt ein völliges Zusammentreffen von gleichen oder scheinbar gleichen Verhältnissen aus. Ja? Ganz ebenso. Zum Beispiel, mir ist genau wie dir. Ja? Mir ist genau wie dir. Ja, mir geht es so wie dir. Ja, ich fühle, was du fühlst und so weiter. Das ist genau mein Fall. Ja, das ist genau das, wie es auch mir geht. Ja, das ist genau, das passt genau. Ja? Eine Rechnung stimmt genau, wenn der Nachrechnende, derjenige, der nachrechnet, wenn der Nachrechnende ebenso zu demselben Ergebnis kommt. Ja? Ich mache eine Rechnung, ich stelle eine Rechnung aus und jemand rechnet nach. Der Nachrechnende, also derjenige, der sich nochmal alles anschaut, ja? Wenn der zum selben Ergebnis kommt, dann ist die Rechnung genau. Ja, sehr präzise. Ja? Alles bedeutet ungefähr so etwas wie präzise. Ja? Genau, präzise, mit Sorgfalt. Die sechste Bedeutung: von Maßangaben um nichts abweichend. Ja? Wenn man über Maßangaben spricht, ja, dann bedeutet genau, dass es nicht abweicht. Das Wasser ist an dieser Stelle genau 3 Meter tief. Ja? Ich weiß nicht, wie tief dieses Wasser ist, ja? Aber angenommen, das Wasser hier ist genau 3 Meter tief, dann bedeutet das, dass es nicht 301 Zentimeter tief ist und es bedeutet nicht, dass es 299 Zentimeter tief ist, sondern es bedeutet, dass es 300 Zentimeter tief ist. Genau 3 Meter. Ja? Und diese Bedeutung kann man auch metaphorisch benutzen. Ja? Also im übertragenen, im metaphorischen Sinne kann man sagen, kann man das Wort genau benutzen mit der Bedeutung äußerst sorgfältig, übereifernd, pingelig, ja, das ist eher negativ, ja, pingelig, sehr genau, aber im negativen Sinne pingelig, pedantisch, ja, das ist auch mit negativer Bedeutung, ach, du bist immer so pedantisch, immer so pingelig, man muss es doch nicht so genau nehmen, ja, ach, das ist so pingelig von dir. Empfindlich, leicht beleidigt, okay? Zum Beispiel, also der nimmt es jetzt zu genau, ja? Der nimmt es zu genau, der ist sehr pingelig. Ja? Oder der reagiert nur allzu genau auf harsche Kritik. Ja, das bedeutet, dass wenn man Kritik übt, dann ist diese Person sehr empfindlich. Ja? Wenn man Kritik übt, dann ist jemand sehr empfindlich, wenn er es sehr genau nimmt. Ja? Also, genau heißt so viel wie präzise, mit Sorgfalt, empfindlich, ja? Um nichts abweichend. Das bedeutet genau. Du kennst dieses Wort bestimmt auch mit der Bedeutung, dass man jemandem zustimmt. Ja? Ich denke, es ist gut, Deutsch zu lernen. Ich denke, es ist eine gute Idee, Deutsch zu lernen. Ja? Und dann sagt jemand anders, genau, ja? Ich stimme zu, genau. Ja? Wenn man jemandem zustimmt, dann sagt man, genau, ich denke, du hast recht, genau. So ist es, genau. Ja? Also, das
war das Wort genau. Es hat mehrere Bedeutungen und es wird sehr häufig benutzt. Also ist es wichtig, dass du weißt, was es genau bedeutet. Ich hoffe, du hast etwas Neues gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss!